Servusle, ihr Glotzer. Heute bin bloß ich da, weil der Tommy ist im Urlaub. Und ja, wenn wir schon beim Thema Urlaub sind, ich war mit meinem Busle im Urlaub. Und wie so ist, mein Bus, der ist ein wenig Urlaubszicke. Ja, mitten im Urlaub, auf einmal, ping, ABS-Leuchte, Traktionskontrolle ein. Ganz toll. Das Gute ist, Auto fährt trotzdem, man kann ganz normal weiterfahren, bloß ABS funktioniert dann halt nicht, ne? Ist schlecht, aber was willst du jetzt machen in der schnellen Urlaub? Hast keine Hebebühne, kein Auslesegerät, habe ich auch nicht dabei gehabt. Jetzt sind wir wieder daheim und jetzt schauen wir mal, was da Sache ist. Und zwar folgendes. Diese zwei Symbole, die gelben Symbole, leuchten auf und gehen auch nicht mehr aus. So, jetzt haben wir da, habe ich da so ein ganz einfaches Diagnosegerät mir mal gekauft und mit dem lesen wir das jetzt mal aus. Fehlerspeicher lesen. Jetzt liest er ein wenig und was sehen wir da? ABS-Drehzahlsensor hinten links. Das heißt, Auto hoch, nachschauen, Licht am ABS-Ring. Dass der sitzt auf der Radnahme drauf, so magnetischer Ring. Ob der entweder ab ist, irgendwelche Beschädigungen aufweist oder eventuell halt der ABS-Sensor hier ist, beziehungsweise vielleicht das Kabel irgendwo durch ist, das schauen wir jetzt mal nach. Als nächstes, heute habe ich einmal meinen eigenen speziellen Kameramann dabei, das ist mein Sohnemann, der Max. Ja. Mein Max. Und der wird einmal zwischendurch ein wenig die Kamera halten müssen, weil allein ist das immer schwierig, wenn du schraubst und gleichzeitig die Kamera hältst. Wie gesagt, der Domi ist im Urlaub, der normale, mein eigentlicher Regisseur und Kameramann. Aber ich hoffe, das kriegen wir Zeit einmal so hin und das probieren wir jetzt mal aus und dann zeigen wir euch mal, was da Sache ist. Hier hockt der ABS-Sensor und hier beim G5 kann man da hinten eine Kappen runternehmen. Und dann kann man auf das Radlocher bzw. den Sensor schauen. Und wie man sieht, dreht sich das einmal frei mit. Der Ring, der schwarze außen quasi, das da, das dreht sie mit. Und schaut da gar nicht so schlecht aus. Es hängt ein bisschen der Rost dran. Das darf aber eigentlich dem Sensor nichts ausmachen. Ja. Und das Kabel, ich habe es vorhin schon mal angeschaut, das ist eigentlich komplett ummantelt. Also Matter, ja, kann schon passieren, aber ich sag mal eher ziemlich unwahrscheinlich. Ich hätte gesagt, wir tauschen als erstes einmal den Sensor an, weil das ist die günstigste Variante und schauen weiter, was dann passiert. Ach ja, übrigens, ich habe jetzt dann nochmal ein bisschen sauber gemacht, damit der Rost da wegen welches und den Ring nochmal genau angeschaut, aber man sieht jetzt da eigentlich keine sonderlichen Schleifspuren oder sonstiges. Halt mal, Max. Und auch wenn man an dem Rad wackelt, es ist keinerlei Spiel drin, sodass man sagen könnte, dass das Radloch zum Beispiel Luft hat und deswegen quasi der Ring irgendwo schleifen könnte oder der kaputt wäre. Ich habe einmal den Ring probiert festzuhalten, dann ob sie die Narbe dann trotzdem drehen lässt, dass der quasi locker auf der Narbe sitzt. Das würde man aber sehen, weil normalerweise löst sie das dann richtig ab. Ist nicht der Fall. Also, ABS-Sensor sagen, Rad runter, raus das Ganze. Und ich denke, das wird ein wenig Spaß werden, weil wie immer, diese Plastikteile sind meistens natürlich ja, ziemlich neigwanz in 17 Jahren, was jetzt ist. Aber das werden wir jetzt dann schon sehen, was das für einen Spaß gibt. So, nachdem das super da runter geht, habe ich jetzt da mit so einem Haken den Stecker gelöst. Jetzt ist er unten. Jetzt schauen wir uns mal die Pins an. Da innen drin. Sieht man jetzt relativ schlecht, aber die schauen gut aus. Also ich denke, Steckkontaktsache ist es nicht. Neuer Sensor ist da. Habe ich halt geholt. Jetzt vergleichen wir den natürlich mal, ob der auch passt, bevor wir das rausmachen alles und die Arbeit machen. Weil wenn er nicht passt, dann darf man wieder fortfahren und müssen einen anderen holen. Aber ich würde sagen, der schaut genauso aus. Also, raus mit dem alten Klump. Und dann schauen wir, dass wir das wieder reinkriegen, den Neuer.
Und dann werden wir sehen, ob es funktioniert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann klappt. Was in den Imbus gesucht. Den schön einklopfen, dass er wirklich richtig drin ist. Das heißt, sonst macht das rund. Und hart verloren. Geht schon mal auf, das ist schon mal super. Weil man hat nämlich ja ganz oft, dass genau diese Schrauben, das ist natürlich auch bloß, ich glaube, ein 5er Gwint oder so. Wenn wir jetzt gleich sehen. Na, 6er, dass die oftmals abreißen. Ne? Aber wir haben Glück gehabt, das ist schon mal rausgegangen. Diese Sensoren sind immer so fest drin und das ist natürlich bei meinen, wie soll es anders sein, auch so. Das hast du dann immer wegen roher Gewalt anwenden. Wie zu erwarten, das wäre so oder so nicht rausgegangen. Da braucht ihr euch auch gar kein großes Geschiss machen. Killt den quasi einfach. Und dann schaut er, dass er den Rest rausbringt. So. Das war das erste Drum von dem Scheißerler. Und den Rest von dem Scheißerler machen wir jetzt dann noch raus. Nehmen wir mal was probieren. Vielleicht geht es ja mit einem großen Öffi-Böffi-Schraubenzieher. Naja, wie zu erwarten, geht natürlich nicht. Macht aber nichts. Dann killen wir den Rest da an oder unten gar weg. Wichtig ist bloß, dass wenn er da mit dem Hammer haut, ne, dass er mit dem Schraubenzieher, dass er nicht da in den Ring reinhaut, weil der ist natürlich sonst dann hier und das kostet auf dem Bett, weil das ist komplett mit Radlocher und kostet ein paar hundert Euro. Der Mist. Und man braucht Spezialwerkzeug, Abzieher und alles dazu. Es ist natürlich wie immer, an meinem eigenen Auto funktioniert es nicht so schön, wie wenn ich was anderes repariere. Ich weiß nicht warum, das ist eigentlich immer so. Vielleicht liegt es am Auto, aber der Sensor ist wirklich sowas von hart drin. Ich zerlege jetzt die Bremse komplett. Und also das heißt Sattel runter, Satteldreher runter, Scheibe runter, schraub das Ankerblech ein Stück vor und bohre es einfach durch den Mist. Und fertig, weil das wird dann eh so sein, dass selbst wenn wir den draußen haben, jetzt mit rausklopfen, dass da so viel Dreck drin ist, dass der neue dann eh nicht schießt, aber nein, schlupft. Das heißt, mir zerlegen jetzt die Bremse. Punkt. So, da, so schaut das Ganze momentan aus. Ultra schön, festgefressen, festgebacken. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das gar rauskriegen. Jetzt fahren wir das schön vorsichtig auf. Ne, fängt schon da oben an. Das heißt, wir müssen das noch ein bisschen besser sauber machen. Entweder schön mit einer Feile, dass wir es probieren. Oder wir schauen mal, wie stark das hier ist und bohren es einfach noch ein bisschen auf und probieren es dann. Und siehe da, tralalalalalala, schubidubida, der neue passt rein. Mit ganz, also ganz minimal straff, aber so, dass man notfalls wieder rausnehmen könnte. Und sitzt eigentlich, finde ich, ganz gut drin. Jetzt bauen wir den ganzen Gewerch da wieder zusammen. Das heißt, ich denke, ich werde jetzt erstmal als allererstes die Schrauben reinmachen, meinen Sensor anschließen und schauen, ob sich überhaupt der Fehler löschen lässt, bevor wir weiter zusammenbauen. Ne? So, Stunde der Wahrheit. Jetzt schauen wir mal, Stecker ist drauf, Sensor ist drin, bevor der Rest zusammengebaut wird. Schauen wir erstmal nach, ob sich das löschen lässt, das Ganze. Und das probieren wir jetzt mal. Und ob es dann auch ausbleibt. Löschvorgang sagt er jetzt hat durchgeführt. Dann lesen wir mal nochmal. Und wir haben auf jeden Fall schon mal einen Fortschritt, Verbesserung. Keine Fehler gefunden.
Also das ist schon mal nicht schlecht, weil zuvor war es ja so, selbst wenn ihr den Fehler gelöscht habt, ist die Lampe schon gar nicht ausgegangen und der Fehler war auch sofort wieder da. So, Diagnosegerät ist abgeschlossen. Dann starten wir mal. Leuchte war kurz an, geht wieder aus, so wie es sein soll. Zack. Alles geht schiffsbrav wieder aus. Ja, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Ich baue jetzt das ganze Krawitschko da hinten drin wieder zusammen. Ziehe ich das alles wieder fest, so wie es gehört. Und dann machen wir mal eine Probefahrt. Oder wie mein anderer Namensvetter, der auch Müller heißt, sagen würde, dann gehen wir mal auf die Bahn. Bis gleich. Tada! Probefahrt! So, Amigos, wir sind jetzt auf Probefahrt über unsere wunderschöne Landschaft. Max, filmen wir mal hinaus. Alles blüht schön. Mais, super. Da sieht man vielleicht gerade noch einen Hase. So schön ist es bei uns hier am Land. Und jetzt schauen wir mal, ob das Licht ausbleibt. Dazu müssen wir mal ein paar Meter fahren, weil so ABS, das kann auch mal sein, dass das nicht sofort angeht, sondern erst nach ein paar Meter. Aber es schaut schon mal gut aus. Ich habe es mir auch schon gedacht, weil nachdem er das zuvor sich gar nicht löschen hat lassen, beziehungsweise sofort wieder da war und jetzt hat gleich sie löschen hat lassen und die Lichtleier aus waren, dass das funktioniert. So, Max, leuchte mal da rein. Ich denke, man sieht es. Lichter sind aus. Fährt einmal frei. Das heißt, wir drehen jetzt noch eine kleine Runden und dann hast du wieder ab zurück in die Werkstatt. Alles tipptopp. Läuft wieder. Lichter sind aus. Keine Schleifgeräusche oder sonstiges. Wir haben das auch noch mal schön ausblasen alles. Ja, Walzer Glanzbauteil. Halb so wild für einen, der was kann. Ne? So ein Sensor kostet, naja, je nachdem, was kaufst du, was für Marken, zwischen, ich sage jetzt einfach mal zwischen 20 und 50 Euro. Kommt da einmal davor, vorne hinten, was für Auto, für den hat er jetzt mich 23 Euro kostet. War 3 Stunden Arbeit und funktioniert wieder. Ärgerlich ist es trotzdem, weil genau dann im Urlaub mittendrin braucht man sowas natürlich nicht. Ne? Heute tatkräftig dabei gewesen. Mein Max, der Älteste, Ja. Als Kameramann. Ich sage, Herr Jans, wenn ihr Kinder habt, die muss sich für sowas interessieren und sind nicht zu schwarz, ne, einmal da die Hände ein wenig dreckig zu machen, dann bitte fördert das, ne, und schaut, weil das Handwerk ist am Aussterben und wir brauchen unbedingt Leute. Und das Beste ist auch das, wenn wir Vater und Sohn zusammenarbeiten können. Ich bin jetzt auch dabei, dass ich Max immer wieder mal irgendwas zeige. Weil der interessiert sich dafür und Handwerk ist am aufsteigenden Ast, ne? Und nicht am absteigenden Ast. Und deswegen ist es wichtig, wir brauchen solche Leute. Als nächstes gibt es zu sagen, danke natürlich einmal Max und ein schöner Gruß noch an Domi, der momentan im Urlaub ist. Bis das Video ausgestrahlt ist, ist er mit Sicherheit nicht mehr im Urlaub, weil der muss das ganze Jahr zurechtschneiden. Trotz alledem, schöner Gruß, Domi. Und ich hoffe, dir geht es nicht so wie mir, dass wenn du zurückkommst, dass wir nicht wieder erstmal das Reparieren anfangen müssen. Aber du fährst ja ein T4, da ist nicht ganz so schlimm wie beim T5. Ich drück die Daumen für alle die, die sowas selber machen wollen. Ne? Überlegt euch das. Es schaut manchmal immer recht leicht aus und ist leicht gesagt. Es ist aber ganz schön eine Friemelei und es ist eine Bremse. Und eine Bremse soll dann eigentlich nur eine, die wo wirklich Ahnung haben, droh lange. Ne? Also, wenn keine Ahnung, Finger weg. Übrigens, solltet ihr einen Eierbus oder Fahrzeug auch irgendeine Reparatur haben und wisst nicht weiter, gern kommentieren oder uns kontaktieren. Wir helfen euch gern weiter. Gar kein Problem. Oder sonstig irgendwas, was Fahrzeuge betrifft. Wir machen so gut wie alles, was machbar ist. In diesem Sinne, abonnieren, liken, teilen, kommentieren
und bis demnächst in Ihrem Kino. Selavi.